In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Impedanzortskurve einer Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz in T-Spice simuliert und darstellt. Als Beispiel soll dazu mal dieses einfache Schaltbild aus der Aufgabe 47 dienen. Bevor man das jetzt in T-Spice macht, ist es immer gut, sich nochmal so Gedanken darüber zu machen, wie diese Ortskurve aussieht. Da diese Schaltung nur aus Widerständen und einer Induktivität besteht, erwartet man eben was Ohmsch-Induktives. Das heißt, wenn ich hier mal ein Koordinatensystem oder eben die gaußsche Zahlenebene male für die Impedanz, dann erwarten wir nur was, was einen positiven Realteil hat, weil Impedanzen sollten immer einen positiven Realteil haben, sonst wäre ja der Widerstand negativ. Das ist nicht sonderlich physikalisch und eben auch einen positiven Imaginärteil. Wenn wir dann zwischendurch mal Admittanzortskurven malen, zum Beispiel um diese Parallelschaltung hier zu realisieren, dann erwarten wir, dass da jetzt hauptsächlich oder eigentlich nur negative Imaginärteile auftauchen. Also reicht es aus, das ist dann der Realteil der Admittanz, wenn die Imaginärteile immer negativ sind. Also eigentlich braucht man nur den negativen Teil, nur den unteren Bereich dieser gaußschen Zahlenebene für die Admittanzen. So, wenn man dann jetzt anfängt, ist es schlau zu sagen, wir schauen uns mal hier unten diese Reihenschaltung an von dem Widerstand und der Induktivität, und die Impedanz einer Reihenschaltung ergibt sich ja als Summe der Einzelimpedanzen. Die Impedanz von dem Widerstand R2 sind einfach die 10 Ohm, die male ich jetzt mal hier hin, das sollen die 10 Ohm sein, und dann das J Omega L ist ja imaginär und mit wachsendem Omega zeigt das dann in dieser Impedanzortskurve hier nach oben. Also hier ist der Punkt, wo das Omega gleich 0 ist, hier unten. Hier oben geht das Omega gegen unendlich. Und jetzt können wir uns mal noch einen Punkt überlegen, zum Beispiel den, wo das Omega gleich 1 durch Sekunde ist. Dann ist das Omega L eben genau 10 Ohm. Henry durch Sekunde ergibt Ohm. Und ja, wenn dieser Abstand hier 10 Ohm sind, dann wären dieser Abstand hier eben auch ungefähr 10 Ohm. Und dann wäre das hier der Punkt, wo das Omega 1 durch Sekunde ist oder einmal 1 durch Sekunde ist. Man kann sich ja mal nebenbei überlegen, wenn das Omega 1 durch Sekunde ist, dann wäre das die Stelle, wo das F eben 1 durch 2 Pi Hertz sind. Das ist nachher vielleicht für das T-Spice ganz interessant, weil das T-Spice zeigt einem eher die Frequenz an und nicht die Kreisfrequenz. So, jetzt haben wir diese Impedanzortskurve von diesem Zweig hier unten. Jetzt soll ja noch dieser Zweig dazukommen, eben im Sinne einer Parallelschaltung. Die Gesamtadmittanz einer Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der Admittanzen der Zweige. Das heißt, es wäre klug, wenn wir aus dieser Impedanzortskurve jetzt hier unten eine Admittanzortskurve machen. Das ist eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Da hilft einem der zweite Inversionssatz und sagt, daraus wird ein Kreis, der durch den Koordinatenursprung läuft. Das ist eine Halbgerade, das heißt, hier unten wird daraus nur ein Halbkreis durch den Koordinatenursprung. Ich nehme dafür mal wieder blau und der sieht dann eben so aus. Und aus dem Punkt, wo hier der Winkel 0 wird und wo wir den kleinsten Abstand haben, wird hier unten wieder der Punkt, wo der Winkel 0 ist und wo wir den größten Abstand haben, und aus 10 Ohm invertiert werden hier ein Zehntel Siemens, dann ist hier auf der Hälfte ungefähr ein, oder nicht ungefähr, sondern genau ein Zwanzigstel Siemens, und das heißt hier unten dieser Punkt ist dann auch bei genau dem gleichen Radius von diesem Kreis bei einem Zwanzigstel Siemens. Dann können wir schauen, das war ja der Punkt, der invertiert hier landete. Also das ist der Punkt, wo das Omega gleich 0 ist.
dann ist das hier der Punkt, wo das Omega gegen unendlich geht, hier in den Koordinatenursprung rein, zum Leerlaufpunkt in dieser Admittanzortskurve. Und dieser Punkt hier oben, wo das Omega gleich 1 durch Sekunde war, da hatten wir einen Winkel von 45 Grad. Das heißt, wenn man hier unten diesen Winkel von minus 45 Grad sucht, dann landet man genau hier unten in dem Punkt. Das ist also der Punkt, wo das Omega 1 durch Sekunde ist. So, jetzt haben wir eben die Admittanz von diesem hier unten gemalt. Jetzt geht es natürlich darum, die Admittanz davon zu finden. Dieser Widerstand R1 sind einfach 20 Ohm. Das heißt, die Admittanz davon ist 1/20. Das zeichne ich jetzt mal hier als Zeiger hier ein. Das wäre eben genauso lang bis zu diesem Punkt, wo wir die 1/20 Siemens haben. Und jetzt werden diese beiden Zweige parallel geschaltet. Das heißt, wir müssen die Admittanz grafisch addieren. Das heißt, dieser Halbkreis wird jetzt genau um diesen Zeiger von dem R1 nach rechts verschoben. Dafür nehme ich mal jetzt rot für das Finale. Und dann sieht dieser neue Halbkreis so aus. Also der startet bei 1/20, hat seinen Mittelpunkt bei 1/10 und hier hinten werden jetzt eben 3/20 Siemens. Und hier wäre immer noch die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Hier hinten wäre immer noch die Stelle, wo das Omega 0 ist. Und hier unten wäre immer noch die Stelle, wo das Omega 1 durch Sekunde ist. Oder einmal 1 durch Sekunde. Das ist jetzt die Admittanz-Ortskurve von der Gesamtschaltung. Und jetzt geht es darum, die Impedanzortskurve dieser Gesamtschaltung zu erhalten, indem wir die Admittanzortskurve wieder invertieren. Diese Admittanzortskurve ist ein Kreis oder ein Halbkreis, der nicht durch den Koordinatenursprung geht. Jetzt hilft einem der dritte Inversionssatz, der sagt, aus diesem Kreis oder Halbkreis nicht durch den Koordinatenursprung wird wieder ein Kreis oder Halbkreis nicht durch den Koordinatenursprung. Um jetzt diesen Kreis zu invertieren, ist es schlau, sich zwei Punkte zu suchen, die sich einfach invertieren lassen, zum Beispiel diesen Punkt hier und diesen Punkt hier. Dieser Punkt hier hat ja einen Winkel von 0 und hat den kleinsten Abstand, nämlich 1/20 Siemens. Wenn wir den invertieren, werden daraus aus einem 1/20 Siemens 20 Ohm. Wenn hier 10 Ohm sind, könnten hier hinten ungefähr 20 Ohm sein. Das heißt, das ist schon mal der Punkt von unserem Kreis, wo das Omega gegen unendlich geht. So, dieser Punkt hier hinten ist der, der hier unten den größten Abstand hat, auch mit einem Winkel 0. Das heißt, invertiert wird jetzt der Punkt mit dem kleinsten Abstand, auch mit einem Winkel 0. Und 3/20 Siemens invertiert werden 20 Drittel Ohm. 20 Drittel Ohm sind ungefähr 6,6, das könnte hier so sein. 20 Drittel Ohm und das ist dann eben der Punkt, wo das Omega gegen 0 geht oder wo das Omega 0 ist. Ja, und hier ist der Kreis überall ein Kreis und hat einen negativen Winkel, das heißt hier oben bleibt der Kreis ein Kreis, aber mit einem positiven Winkel, das heißt der Kreis sieht ungefähr so aus. Und um jetzt noch den Punkt zu finden, wo das Omega gleich eine Sekunde ist, müssten wir jetzt hier wieder den Winkel einzeichnen und diesen Winkel hier messen und genau denselben Winkel hier hoch transformieren und hier einzeichnen und dann landen wir ungefähr hier so. Ja, und man sieht, da gibt es ja noch einen zweiten Punkt, wo dieser Winkel auch die Gerade schneidet. Das wäre der hier hinten. Das wäre aber hier der dazugehörige, ne, wo wir näher an dem Omega geht gegen unendlich dran sind. Dieser Punkt invertiert ergibt den. Und da, wo wir näher an dem Omega gleich 0 dran sind, dieser Punkt, das ist dieser hier. Also der hier ist der Punkt, wo das Omega gleich einmal 1 durch Sekunde ist, die Kreisfrequenz.
So, das heißt, die Ortskurve, die wir erwarten, ist in dem ersten Quadranten, ist ohmsch induktiv und ist so ein Halbkreis. Jetzt können wir das Ganze mal in dem LT-Splice machen. Das heißt, wir brauchen erstmal diese Schaltung und ein neues Schaltbild. Und wir brauchen einen Widerstand. Und ich drehe den mal wieder so, dass die Beschriftung oben ist, weil das dann heißt, dass der Strom nach rechts gesehen durch diesen Widerstand durchfließt. Ein Widerstand R1, ein Widerstand R2 und eine Induktivität. Auch die so gedreht, dass die Beschriftung oben ist. Und das Ganze. Was passiert jetzt? Jetzt geht die Hilfe auf. Und das Ganze bedrahten. Und vielleicht noch diese Anschlüsse an die Seiten dran. Und dann sieht das schon mal ziemlich so aus wie unsere Schaltung hier. Jetzt kann man den Bauelementen natürlich noch die Werte geben, mit der anderen Maustaste draufklicken. Dieser Widerstand R1 sollte 20 Ohm haben, dieser Widerstand hier unten, der R2, sollte nur 10 Ohm haben und diese Induktivität sollte 10 Henry haben. 10 Henry wäre eine ganz schön große Induktivität, deswegen passiert ja hier auch schon was bei sehr kleinen Frequenzen. Also wenn man die mal bauen würde, die wäre fast so groß wie ein Kleinwagen. So, jetzt ist natürlich die Sache, wenn man hier auf Simulieren klickt, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen im Frequenzbereich simulieren, das heißt, wir wollen wieder so eine AC-Analyse machen und jetzt das für verschiedene Frequenzen. Wir könnten jetzt eine Liste angeben oder einen linear gestuften Bereich. Es ist jetzt hier schlau, sowas wie diese Dekade zu wählen. Dann werden die Frequenzen logarithmisch gestuft. Das ist nachher gut, um einen schönen runden Kreis rauszubekommen. Und wir nehmen mal sowas wie 50 Punkte pro Frequenzdekade. Eine Frequenzdekade ist ein Bereich von 1 bis 10, also wo sich die Frequenz sozusagen verzehnfacht hat. Und wir fangen mal mit 0,0 einem Hertz an und machen das Ganze bis 100 Hertz. Das wären jetzt 4 Dekaden, also würde er 200 Frequenzen am Ende hier simulieren. Und machen mal OK. Und dann erscheint hier unten eben auch jetzt diese Aufforderung für die Simulation und das Programm sagt uns, wir haben keine Verbindung zur Masse. Gut, bauen wir mal irgendwo eine Verbindung zur Masse hin. Zum Beispiel hier hinten. Und simulieren nochmal. Und dann kommt eine Fehlermeldung, die uns sagt, ja, da fehlt jetzt irgendwie eine Quelle, ne? Also keine Anregung gefunden. Das heißt, wir sollten in unsere Schaltung hier mal irgendwie eine Quelle reinbauen. Diese Quelle finden wir wieder unter Component und wir nehmen jetzt eine Spannungsquelle. Man könnte eigentlich auch eine Stromquelle nehmen, das ist egal. Ich nehme jetzt hier mal eine Spannungsquelle. Und drehe die so mit Steuerung R, dass das positive Ende mal hier nach links zeigt. Und verdrahte das wieder. Sodass wir an das eine Ende der Schaltung drankommen und an das andere Ende der Schaltung drankommen. Und jetzt müssten wir dieser Quelle natürlich sagen, dass die jetzt eine Wechselspannungsquelle sein soll. Also bei DC dürfen wir nichts eintragen, es wäre ein Gleichstrom. Wir müssen auf Advanced klicken und sagen, die Amplitude soll 1 Volt sein. Zum Beispiel. So, dann können wir nochmal probieren zu simulieren. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt ist hier was passiert und keine Fehlermeldung aufgetreten. Und es erscheint schon mal ein Diagramm, um jetzt hier was darzustellen. So, und jetzt kann man hier oben auf Add Trace klicken und stellt fest, wir können jetzt alle Spannungen darstellen. Das sind die Knotenspannungen an den Knoten 1 und Knoten 2 und wir können alle Ströme darstellen. Wie hilft uns das jetzt, um eine Ortskurve darzustellen? Naja,
Was steckt denn in der Ortskurve drin, die wir malen wollen? Da steckt die Impedanz drin, die Impedanz von dieser Schaltung. Was ist die Impedanz? Die Impedanz ist Spannung durch Strom. Und jetzt ist es glücklicherweise so, dass man bei diesem Attrace auch Formeln eingeben kann. Also zum Beispiel irgendeine Spannung durch irgendeinen Strom, das wäre ja sowas wie die Impedanz. Die Frage ist jetzt, welche Spannung von den beiden müssen wir nehmen? Wo ist dieser Knoten 1 und wo ist der Knoten 2? Und da hilft einem hier oben jetzt auf diese Schaltung zu gucken. Wenn ich jetzt mit diesem Tastkopf auf einen Knoten dran bin, wird ganz unten in dem Video in der Statusleiste angezeigt, also in der Statusleiste von dem ET-Spice, jetzt hier ganz unten in dem Video, ich kann da leider nicht hinzeigen mit der Maus, sonst ist ja oben der Zeiger weg. Das ist der Knoten 1 und das hinten ist der Masseknoten und der Knoten 2 wäre der hier in der Mitte. So, damit jetzt ganz sicher ist, dass wir hier immer diesen Knoten meinen, kann man auch so einen Trick machen und kann diesen Knoten beschriften. Zum Beispiel, indem ich diesen Knoten Quelle nenne. Also dieser Knoten hier und auch der Knoten hier unten, den nennen wir mal Quelle. Und ich schiebe mal die Simulationsanweisung ein bisschen nach hier unten hin. So, und jetzt heißt dieser Knoten hier unten immer Quelle. Das heißt, wir können hier unsere Ortskurve jetzt zeichnen, indem man sagt ATrace. Und die Impedanz von dieser Schaltung sollte sich ja eben aus der Quellspannung, die wir da reingeben, ergeben und dem Strom, der jetzt auch durch die Quelle fließt. Der Strom, der durch die Quelle fließt, ist ja auch der Strom, der durch die Gesamtschaltung fließt. Also die Spannung von der Quelle durch den Strom, der durch die Quelle fließt, sollte die Impedanz dieser Schaltung ergeben. So, dann kommt hier unten schon mal eine Kurve raus und wir sehen, das ist dieser Ausdruck jetzt hier als Betrag in dB und als Phase, als Winkel dargestellt in Abhängigkeit von der Frequenz. Um daraus jetzt solche Ortskurve zu machen, muss man hier einmal auf eine Achse draufklicken und sagen, wir wollen kein Bode-Diagramm, wir wollen ein Nyquist-Diagramm. Das Nyquist-Diagramm ist genau diese Ortskurve mit Real- und Imaginärteil. Und dann sieht das Ganze so aus und ist jetzt nicht unbedingt das, was wir erwarten würden. Und es ist auch falsch, weil, wenn man hier unten schaut, das ist ja der Realteil. Also er hat schon mal richtig ausgerechnet, okay, aus Spannung und Strom, da kommt ein Widerstand oder eine Impedanz raus in Ohm. Aber die hat sowohl einen negativen Realteil als auch einen negativen Imaginärteil. Und ja, wenn wir mal auf unsere gemalte oder zu erwartende Impedanzortskurve malen, dann schauen, dann sollte die einen positiven Realteil und einen positiven Imaginärteil haben. Wo liegt jetzt der Fehler? Der Fehler liegt darin, dass die Spannung, die wir uns anschauen, jetzt über der Quelle, ja, die zeigt von diesem Quellknoten zu dem Masseknoten. Also der Spannungspfeil zeigt in diese Richtung. Wenn wir jetzt dann die Impedanz von dieser Schaltung haben wollen, dann sollte der Strom, den wir jetzt betrachten, natürlich auch in diese Richtung zeigen. Also aus Sicht der Impedanz in diese Richtung fließen. Der Strom, der durch die Quelle fließt, diesen Strom IV1, der fließt aber von Plus nach Minus durch die Quelle. Also der fließt genau in die andere Richtung, der fließt so rum in der Schaltung und nicht so rum. Aber wie können wir jetzt diesen Fehler beheben, indem wir hier einfach ein Minus davor schreiben? Also durch Minus diesen Strom. Und das Minus können wir auch natürlich vor dem Hochziehen. So, und dann sieht das genauso aus, wie wir das jetzt erwarten. Das geht von 20 Ohm, wo die Spannung, wo die Frequenz unendlich wird. Und geht hier ungefähr zu den 6,6 Ohm, wo die Frequenz 0 ist. Und ergibt diesen wunderbaren Halbkreis. Jetzt kann man sich fragen, warum geht das hier nicht genau auf die Achse runter? Naja, das liegt daran, weil die Frequenz da noch nicht klein genug ist. Also wir fangen ja nicht mit der Frequenz 0 an zu simulieren, sondern mit 0,01 Hertz. Das können wir mal natürlich noch ändern und sagen, fangen wir mal bei einem Millihertz an und simulieren nochmal.
dann sieht das schon besser aus. Dann kriegen wir jetzt so fast den gesamten Halbkreis hin. Und jetzt könnte man sich noch überlegen, ob das so passt. Dieser Punkt, wo das Omega 1 durch eine Sekunde ist, der sollte ja ungefähr hier so liegen. Und wenn das Omega 1 durch eine Sekunde ist, haben wir gesagt, ist die Frequenz 1 durch 2 mal Pi. Pi sind ungefähr 3, 2 mal 3 sind ungefähr 6. Also wo die Frequenz ungefähr ein Sechstel ist, dann sollten wir halt da so rauskommen. Um jetzt zu gucken, wo man auf dieser Impedanzortskurve welche Frequenz hat, kann man hier so Marker benutzen. Dazu muss man einmal hier oben auf die Größe draufklicken, wo man diesen Marker haben will, und dann kann man mit den Pfeiltasten auf der Tastatur diesen Marker verschieben. Und jetzt können wir noch mal gucken, also bei diesem Punkt hier unten, da ist die Frequenz tatsächlich sehr klein, da sind wir bei irgendwelchen Milliohms. Und wenn wir in die andere Richtung gehen, dann wird die Frequenz größer. Und eine Kreisfrequenz von 1 durch einer Sekunde entsprechend einer Frequenz von ungefähr einem Sechstel Hertz wäre ja, ein Sechstel wären 0,16, irgendwie sowas im Dreh, also 160 Millihertz zum Beispiel hier so. Also hier ist der Punkt, wo das Omega gleich 1 durch eine Sekunde sein sollte ungefähr. Und dann können wir gucken, das passt auch mit unserer Zeichnung hier oben ganz gut überein. Nur bloß, dass das jetzt hier unten natürlich in der Simulation wahrscheinlich ein bisschen genauer und präziser ist, weil das halt einfach genauer gezeichnet wird. So, und nach hier hinten wird die Frequenz dann eben sehr groß und dann hier hinten unendlich. Eine Sache, die man jetzt eben sehr schön aus solcher Ortskurve rausbekommt, und die von der Rechnung her sehr schwierig wäre, ist zum Beispiel die Frage, was ist denn der größte Phasenwinkel induktiv, den diese Schaltung erreicht über der Frequenz? Und das kriegt man jetzt aus der Ortskurve hier sehr schön raus. Auch in der Skizze hier oben kann ich mir jetzt eine Linie hier durchlegen und gucken, also den größten Phasenwinkel, den wird man hier so haben. Jetzt könnte man hier halt sich eine Tangente an diesen Kreis ranzeichnen, könnte diesen Winkel messen. Und würde feststellen, dieser Winkel sind, ja, keine Ahnung, vielleicht ungefähr sowas wie 30 Grad. Und genau dasselbe kann man hier unten auch machen, indem man jetzt mal mit dem Cursor hier entlang fährt und hier nebenbei so ein bisschen guckt, was macht dieser Phasenwinkel hier. Und dann sieht man, ja, hier ist irgendwo so das Maximum, also bei 275 Millihertz als Frequenz erreicht man einen Phasenwinkel, einen maximalen Phasenwinkel von hier jetzt ungefähr 30 Grad. Wenn man das jetzt mal mit diesen Werten, mit diesem Kreis und so da ganz exakt ausrechnet und die Frequenzstufung hier noch ein bisschen kleiner macht, dann kommt man auch genau auf 30 Grad zufälligerweise in dieser Schaltung. So, auf dieselbe Art und Weise könnte man jetzt natürlich auch die Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung hier in dem ETSpice plotten. Und natürlich ist dem ATSpice jetzt egal, wie kompliziert diese Schaltung ist, solange die nur aus linearen Elementen besteht, also aus Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten, kann man hier für praktisch beliebig komplizierte Schaltungen, bei denen das dann von Hand sehr schwierig und sehr aufwendig werden würde, in dem ATSpice trotzdem die Ortskurven simulieren und darstellen. Nichtsdestotrotz, man sieht, es gibt da relativ viele Tücken, deswegen ist es immer schlau, sich das erstmal an einem einfachen Beispiel von Hand zu überlegen und dann zu gucken, ob das in ATSpice genauso funktioniert. Und jetzt könnte man natürlich hier oben die Schaltung ein bisschen komplizierter machen und würden diesem Ergebnis hier unten immer noch trauen.